Wisst ihr, was jetzt kommt? Richtig coole Musik. Da freue ich mich drauf. Allgemein mal gucken, was da noch so ist. So, hier ist nichts mehr weiter. Mareike, hallihallo. Schönen guten Tag. Und herzlich willkommen zum Stream. Lieblings-Zelda-Soundtrack? Ich habe drei. Also ich habe Gerudo Valley, ich habe Song of Storm und ich habe den Deku Palace aus Majora's Mask. Das sind meine drei Lieblingssongs. Ach so. Ja, Leute, wir können erst weitermachen, wenn wir den Hammer haben. Oder die Handschuhe, ich bin mir gerade nicht sicher. Ist das für Handschuhe oder für einen Hammer? Eigentlich für einen Hammer, oder? Wir kommen sonst nicht weiter. Tja. Dann, Brunnen. Würde ich sagen, oder? Wir kommen sonst nicht weiter. Handschuh brauche ich sogar dafür. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in den Brunnen. Geistertempel ist auch geil. Dragon Rose Island ist auch geil. Ja, das stimmt. Das riecht nach Wassertempel. Hallo? Ich häng fest. So, let's go, weiter geht's. Nö, das zweite war Brunnen, ne? Gerudo-Festung geht halt, wie gesagt, nicht. Das ist jetzt schade, aber ja, können wir nicht machen. Dann machen wir uns jetzt klein. Viel Spaß wünsche ich Natsu beim Abwaschen. Spülmaschine ist dein wahrer Freund. Ja, das stimmt wohl. Dritter Waldtempel. Waldtempel ist auch geil, ja. Allgemein, Ocarina of Time hat schon einfach so super gute Musik. Dann ab zum Brunnen, auf jeden Fall. Wir machen uns jetzt klein und dann geht's zum Brunnen. Let's go. Hier haben wir auch noch ein Loch, oder? Ja, da waren wir noch nicht drin. Da gucken wir auch nochmal schnell rein. Und das Coole ist... Oh Gott, da war ja Nachtschwärmer. Super schwer, sich bei der Musik festzulegen, auf jeden Fall. Ist wirklich super schwer. So, das Gute beim Brunnen ist, wir sind halt der junge Link wieder. Und... 5 Rubine, bringt mir wieder nichts. Und wir haben die Hasenohren. Das ist halt mega cool. Ich liebe die Hasenohren. Ich liebe das, dass man das einfach so einstellen kann, dass man die Hasenohren in dem Randomizer und hier auch in dem Hack quasi als dasselbe darstellen kann, was es in Majora's Mask ist. Das ist so gut. Ich liebe es so sehr. So. Ja, das wird auf jeden Fall ein Spaß werden, hier die Irrlichter zu finden, Leute. Das wird mega lustig werden. Das wird ein richtiger Kraus werden sogar. Weil die haben halt wirklich eine andere Position, ne? Das macht's super eklig. Hey, Zombies! Oder Mumis, wir haben es jetzt Mumis genannt. Ich nenne sie Mumis. Auf Englisch sind das Mumis, Leute. So. Dann schauen wir mal. Theoretisch lernen wir jetzt auch die Musik. Oder? Ja, sehr schön. It's good to see you. You are not dead. Don't worry, I promise. Not to help you with my magic power and ninja skills. Doing... your dangerous quest. If you want to return to your original time, return the Master Sword to the Pedestal of Time. Pedestal, Alter. Pedestal. Ich wusste nicht, dass Pedestal heißt. The time will come when you will have to return here quickly. I will teach this to you for when that time comes. Let's go. The Prelude of Light. Auch so eine schöne Musik. Bei den Musikstücken hier, die man als Lied lernt, gibt es halt auch so viele, die so gut sind. Bolero des Feiers ist auch alles so gut. Als man das erste Mal als erwachsener Link auf den Marktplatz kam, Herzinfarkt auf jeden Fall. Das waren echt noch so Dinge. So, wow, was ist denn hier los? Think fast. Was? Think fast?
So, machen wir es mal wieder klein. Let's go. Mag mir jemand kurz erklären, was der Unterschied bei Goldquest ist? Also, ich weiß nicht, ob du MasterQuest kennst. Normalerweise die normale Version. Dann gibt es MasterQuest. Das ist schon eine etwas schwierigere, abgeänderte Version. Und dann hast du GoldQuest. Da ist einfach Hölle. Da ist alles richtig random. Also, da hast du andere Wände in Dungeons. Die Dungeons sind allgemein komplett anders. Andere Gegner, andere, alles anders. Also wirklich richtig hardcore anders. Richtig verdammt schwer. Andere Rätsel. Du hast auch 200 Skulltis, die du finden kannst. Die Items sind random. Und Klamotten sind anders. Also hier ist wirklich vieles anders als im Original. Und es ist sauschwer. Aber es macht saumäßig Spaß. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Nebenbei haben wir auch noch unser Death Wheel am Laufen. Das heißt, immer wenn wir sterben oder einen neuen Dungeon betreten oder ein Zuschauer etwas spendet oder eine Mitgliedschaft vergibt, wird das Death Wheel gedreht und dann bekommen wir quasi eine schwierigere Variante oder eine Strafe quasi, die ich einhalten muss. Was wäre eigentlich, wenn Shigandorf ist? Bin echt gespannt, wie das Spielschild aussieht. Ja, stimmt. Ich auch. Und ich finde es auch cool, dass man als junger Link zwischen den Klamotten wechseln kann. Das ist echt cool. Das ist wirklich sehr, sehr cool. So, bei der Fee waren wir schon, oder? Ja, da waren wir schon. Okay, was machen wir? Auf zum Brunnen, würde ich sagen, ne? Das wollten wir eigentlich tun, genau. So. Achso, Ocarina habe ich ja hier unten. Ja, den Brunnen werden wir wahrscheinlich heute nicht mehr schaffen, weil 25 Minuten. Also im Prinzip ein bockschwerer Randomizer. Ja, kann man so sagen. Aber die Sache ist halt, beim Randomizer sind diese Level nicht so verändert. Weil da hast du originale Dungeons quasi. Und hier hast du echt krasse Levelveränderungen. Also die Dungeons sind teilweise richtig krass verändert. Andere Gegner, anderes Aussehen, andere Räume teilweise. Das hast du halt im Randomizer nicht. Also das sieht halt komplett anders aus auch. Wirst du vielleicht auch gleich im Brunnen sehen, was ich meine. Da wird sicherlich auch einiges anders sein. Für mich ist das Spiel sowieso komplett blind. Also ich kann dir auch noch nicht alle Änderungen sagen. Aber ich meine auch in der Overworld. Guck mal, das hier zum Beispiel, ne? Das gibt's im Original nicht. Das ist zum Beispiel so eine Möglichkeit, da hochzukommen. Genau, es ist quasi wirklich ein Hack. Und da wurde einiges verändert. Und da kannst du dich halt hier so ein bisschen hochbacken, hochklitschen. Und, ja. Kannst hier reinkommen und der Typ steht da drin. Die, zum Beispiel die Leute, die sind auch alle gerandomized. Die sitzen woanders, die stehen woanders rum. Alles sehr random hier. So, wir gucken mal in den Brunnen rein. Ich bin gespannt. Achso, wir müssen erst das Lied spielen. Schon wieder vergessen. Deswegen, es macht auch wirklich sehr viel Spaß, das zu spielen. Ich bin da immer sehr gerne dabei, wenn es um eine Herausforderung geht, gerade bei Ocarina of Time. Macht mich sehr glücklich hier, das Ganze. So. Let's go. Der Boomerang sieht voll cool aus. Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch. La 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 la. Ah, so gut. I love this Musik. Wir müssen hier auch noch alle Hühner finden, ne? Wir haben die immer noch nicht alle gesammelt. Die sind hier auch richtig random verteilt. Wollen wir lieber das machen oder wollen wir einen Brunnen? Weil die Hühner müssen wir auf jeden Fall auch irgendwann noch finden. Die sind hier auch übelst versteckt. Aber ich denke mal, ihr wollt den Brunnen, oder? So.
Vielleicht gibt es dann Geldbörse. Ja, das ist halt, man weiß es nicht, ne? Man weiß nicht, was, wo sie ist, die Geldbörse. Ich weiß es zumindest nicht. Ich würde ohne Schild die Hühner sammeln. Brunnen, würde ich sagen. Okay. Also, wie gesagt, wir sind halt nur noch 25 im Stream drin, 25 Minuten. Danach werde ich den Stream für heute beenden. Deswegen, wir könnten ja noch die Hühner sammeln und dann im nächsten Stream quasi reinstarten mit dem Brunnen. Das wäre vielleicht besser, weil dann haben wir quasi was Abgeschlossenes. Wäre vielleicht besser. Also ich würde einfach mal sagen, wir sammeln Hühner, wenn das okay für euch ist. Wenn nicht, dann schreibt es alle, nein, 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 wir wollen den Brunnen unbedingt. Dann auf geht's in den Brunnen. Ansonsten würde ich Hühner sammeln. Ich weiß halt auch nicht, wie viele Hühner es gibt. So, da ist ein Huhn. Wie sehr man sich so ein neues Zelda wünscht, welches so wieder aufgebaut ist. Ja, deswegen freue ich mich halt auch immer über solche Hacks. Das macht so viel Spaß. Brunnen anfangen. Wobei ich beim nächsten Stream leider nicht dabei sein kann, werde es dann nachträglich schauen. Schade. So, da haben wir einen Huhn, da haben wir einen Huhn. Frage ist halt wirklich... Ach so! Ah, shit! Das war so ganz doof, da oben mit dem Huhn, ne? Da oben auf dem Dach war ein Huhn. Ich erinnere mich. Okay, warte mal, warte mal, warte mal. Dann müssen wir auf jeden Fall nochmal auf den Todesberg schnell. Ich erinnere mich gerade. Denn wir mussten mit der Heule... Mit der Heule. Mit der Eule aufs Dach fliegen. Da saß nämlich auch schon ein Huhn oben drauf. Und... Ja... Ansonsten wird das auch nichts. Da beeilen wir uns jetzt. Also ich würde auf jeden Fall gerne noch die Hühner alle sammeln. Wäre schon cool, wenn wir das noch schaffen. Let's go. Ich weiß zumindest nicht, wie ich anders als junger Link aufs Dach kommen soll. Wenn ihr da natürlich eine Idee habt, wie ich aufs Dach kommen soll, könnt ihr mir das gerne schreiben. Aber ich habe nicht wirklich eine Idee. Wieso immer noch 13 Tote? Ja, Alcazar, weil du nicht dabei warst. Weil du nicht dabei warst. Normalerweise lenkst du mich immer so mit deinen wunderschönen Texten ab, die du in den Chat schreibst, aber da du nicht da warst, konnte ich hier voll durchziehen. Aber ich darf mein Schild nicht benutzen, deswegen kriege ich gerade ein bisschen aufs Maul. So. Die Streamverlängerung, nö, nö. Wir machen das, was wir haben. Wir haben 5 Minuten Sperrzeit heute. Oder erhöhte Streamingzeit. Mehr machen wir heute nicht. Ach, sind wir anderen denen nicht gut genug, merke ich mir. Doch, ihr seid mir alles wert, Leute. Aber der Alcazar, der kann sehr gute Texte schreiben, die einem sehr gut ablenken. Richtig, Alcazar? Gut, neue Ablenkung, einmal drehen. Achso, du hast doch ein paar Mal. Ja, danke. Danke für nix. So. Huhu, was haben wir da? Keine Heilung, ausgenommen Herzcontainer, okay. Du musst aber erst Tag machen. Warum muss ich Tag? Ja, du hast recht. Schnell weg. Oh, danke Master Raji, das war ein sehr guter Tipp. Sonst wäre das böse geworden, ne? Da hast du recht. Jetzt hätte ich den Weg nochmal laufen können. Tididi. So. Jetzt aber. Ich will nicht das Schild lesen. Ey, halt dich mal lieber. Hä, warum? Ich liebe einfach das Risiko. Ich liebe das Risiko. Ich brauch das. Auch das Herzklopfen. Ich mag das Piepen. Piep, 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 piep. Das ist mein Lieblingssound in Zelda, das Piepen.